Hallo Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Oh, ich weiß, was uns jetzt erwartet. Da sind noch unsere zwei Freunde. Ich will nicht. Aber wir müssen da jetzt durch. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen wirklichen Plan, wie wir das am sinnvollsten erledigen. Ja, also wollen wir mal gucken, wie lange wir brauchen. Aber meine Vermutung ist wahrscheinlich, hier im Gang bleiben ist wahrscheinlich nicht so eine clevere Idee. Und das ist wahrscheinlich auch keine clevere Idee. Oi. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch echt so viele. Oh, eine Bombe auch noch. Ach du Scheiße. Noch einer. Ich würde irgendwie ganz gerne erst den da weg haben. Oh Gott. Okay, Nummer 1 ist weg. Oh! Shit. Ich brauche auch eine Waffe, Leute. Was ist denn der zweite? Scheiße, hier ist der zweite. Okay, wir nehmen mal kurz eine Spritze. Geht das schon super los, ne? Total verplant. Oh, mein Gott, die haben aber auch eine Oh, der steht noch fast tot. Ich glaube, das werden wir wohl nochmal versuchen müssen. Oh, na geil. Huh, okay. Eins. Die leben aber natürlich beide auch noch. Super, der ging super schön daneben. So, was haben wir denn hier noch so? Gott, jetzt schießt. Das sind die Blendbolts. Ich glaube, die bringen gar nichts, ne? Ist jetzt der eine schon tot? Das heißt schon. Oh nein, offensichtlich nicht. Boah, sag mal, wie viel halten die denn aus? Was nehmen wir denn jetzt mal die Schrotpistole? Oh, Pistole. Und schnell weg hier. Oh Gott, Leute, ey, mein Herz pumpt gerade. Ich habe echt mächtigen Respekt vor denen, ne? Oh shit. Oh, müssen wir echt noch eine Spritze nehmen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist der jetzt weg? Oh Gott, ja, der eine ist weg. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Dann fällst du auch gleich. Komm. Ey, wir haben nichts mehr an Munition. Nix. Oh ja, bitte, 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 bitte. Oh Gott sei Dank. Leute. So, wir sammeln hier mal fix so ein bisschen ein, was hier so rumliegt. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo mal ein bisschen Munition und Ähnliches finden.
Gut, hier hinten war jetzt ja nichts mehr. Und der... Dass ich den Explosivfeuer auch so wunderschön da hinten in die Falle gezimmert habe, ist auch sehr schön. Gab es hier denn noch irgendwas? Ups. Aber hier gab es doch Kisten. Okay. Nicht schön, aber selten. Und ich glaube aber, das wird jetzt nicht besser, oder? Oh, Leute. Ich habe mich jetzt echt schon ein paar Tage davor gedrückt, die machen zu müssen, bin ich ganz ehrlich. So, haben wir es denn jetzt hier? Oh, da liegt da noch was. Oh Gott, ey, ich habe echt gar nichts mehr, ne? Wie sieht es hier aus? Hier können wir mal nachladen auch. Oh, krass mit dem Schatten da gerade. Die werden ziemlich scheiße aussehen, aber nun gut. Oh, ich weiß gar nicht, was jetzt noch für Schweine reinkommen. Und dieser Sound auf meinen Ohren, ey. Ist noch so ein Blending. Hier ist nix. Keine Gegner, kein nix. Sehr schön. Wir schaffen das. Hörst du auf? Ich muss da so durchkriechen, oder? Oh, geil. Sowas liebe ich, ja. Ah, hier waren wir doch schon mal, ne? Ach, hier oben geht's doch weiter. Das war doch das ganze Gedösel, was wir extra dafür gemacht haben. Ich erinnere mich. Genau, jetzt müsste man nämlich auch hier weiterkommen können. Komm, du schaffst es. Oh, und ich vermute, passiert wieder irgendwas. Puh. Was war denn das? Was war denn das, bitte? Erstmal umdrehen. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Das war unsere Spinnenlady, oder? Oh, ich will hier nicht lang. Oh, meine Fresse. Wieder eine Anstalt. Nur hoffen, dass er nicht aufsteht. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ich kann Speicherraum, oder? Was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten, dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie... meine geliebte Schwester Laura wiederbekommen. Entschuldigt. Der wird sonst kalt. Okay. Hat Rubik also versucht, seine Schwester wieder zu erwecken? Das war seine Richtung. Habe ich mir schon gedacht. Die ist ja in der Scheune verbrannt. So, hier haben wir einen Speicherraum. Sehr schön. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Na.
Gut, wir gehen mal kurz zurück. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um das zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist ganz nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Und ich hoffe und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Mhm. Kratz, kratz. Ja, wir erinnern uns, das Kind ist ja gestorben. Auch bei einem Brand. Sind wir schon hier hinten rausgekommen? Das ist ja eigenartig. Hier passiert nichts. Hier auch nichts. Hier auch nichts. Das andere ist unsere Zelle. Haben ja. Sie etwas vergessen? Ja, mein Kopf, glaube ich. Okay. Zeitung gibt's nicht. Aber hier gibt es wieder ein Vermisstenschild. Vermisst. Patrick Hitchens, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Ach, hier ist jetzt die Zeitung. Aha. Haus abgebrannt. Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lilly Castellanos 5 und ihrem Kindermädchen Juanita Flores 56 gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für das Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Aha. Okay. Ich glaube, einen Schlüssel haben wir ja nicht, ne? Oh, doch, haben wir einen. Oh, und ganz viele grüne Slimy-Slime-Punkte. So. Haben wir hier die Reihe schon durch? Dann fahren wir jetzt unten an. Na, ich glaube, irgendwie haut das mit der Kamera. Naja, muss jetzt so. Hallo? 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 Ah ja. So. Fast 25.000 Slime-Slime-Slime-Punkte. Wir schauen mal in den Quicks hier, ob es hier noch irgendwas gibt, was interessant sein könnte. Aber ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Unsere wahnsinnig vielen Kartenfragmente, die wir haben. 1, 2, 3, 4, 6. Ja, 6 Stück haben wir gefunden. Wahnsinn. Da geht es bestimmt wieder nicht raus. So, dann gehen wir mal noch fix ein bisschen leveln und danach speichern wir und gehen dann weitermachen. So, die Frage ist, was zum Mega leveln wir denn? Ja, wir haben eine ganze Menge Lebensanzeige. Spritzenwirkung. 15.000, das ist natürlich echt eine Menge, ey. Wollen die für 50% hier. Ja, machen wir mal ruhig. Was weg ist, ist weg. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber... Achso, hier... Hier.
Spanngeschwindigkeit, Reichweite und Nachladegeschwindigkeit. Das finde ich jetzt alles jetzt noch nicht so, dass ich jetzt unbedingt muss. Schrotflintenmuni. Granaten, Streichhölzer. Explosivbeuten. Und das ist jetzt mehr Schaden, oder wie? Ja, kann ja nicht schaden. Wir benutzen den ja tatsächlich relativ häufig.